Hallo, da bin ich mal wieder, euer Rodin. Mit einem etwas anderen Video von mir diesmal. Es ist kein Tutorial, es ist Gamercheck Tutorial antwortet. Und zwar habe ich einige Fragen per PN bekommen. Oder auch, glaube ich, eine stand auch unter den Videos. Und da hatte ich mir vorige Woche schon, oder ja doch, vorige Woche schon vorgenommen, dieses Video zu machen. Bin aber durch die Videomacherei und so nicht dazu gekommen. Deswegen kommt dieses Video jetzt erst. Und da ich ja schon andere Fragen hatte und ich die per PN meistens beantwortet habe, habe ich gedacht, nehme ich die auch nochmal mit hier drin. Nicht, dass die Fragen dann vielleicht nochmal kommen, dass die dann schon mal für die anderen auch beantwortet sind. Ich gehe chronologisch vor, so wie wollte ich chronologisch vorgehen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann welche Frage kam, weil ich die Nachrichten schon gelöscht habe, ich Trottel. Deswegen fange ich an mit der, wo ich weiß, dass die jetzt vor kurzem kam, mit der aktuellsten Frage. Und zwar kam die Frage zum Jailbreak der PS3. Da kam zwei. Einmal, was halte ich davon und würde ich es auch machen? Was ich davon halte, ist zweierlei. Im Prinzip finde ich es scheiße, weil ich zahle Geld für meine Spiele, dass ich online spielen kann. Nicht nur, dass ich online spielen kann, allgemein zahle ich Geld und weil die Entwickler geben Geld dafür aus, dass die Preise manchmal für manche Spiele überteuert sind, lass dahingestellt sein. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich bezahle meine Spiele, ich kaufe die im Store oder halt als Retail-Version. Und deswegen kommt für mich wegen Spielen sowas schon mal ja nicht in Frage. Alleine schon wegen dem Online-Zocken. Aber davon mal abgesehen. Ob ich es machen würde? Jein. Jetzt nicht wegen den Spielen, aber der Jailbreak hat in meinen Augen ein, zwei Vorteile, die ich schon gerne in Anspruch nehmen würde. Ja, also. Ja, kann ich auch gerne sagen, welche Ansprüche das sind. Das ist einmal der FTP-Server, dass man Sachen vom Laptop per FTP-Server gleich auf die PlayStation übertragen kann, Bilder und Musik und man hast nicht gesehen. Das ist halt gut, wenn ich jetzt hier ein Bild drauf habe und sage, Mensch, das möchte ich irgendeinem Kumpel zeigen in der Playser oder das möchte ich als Benutzerbild nehmen oder was weiß ich. Kann ich nicht, könnte ich das per FTP-Server rüberjagen und dann werde da. Das wäre ein Vorteil. Dann Spiele drauf installieren bedingt. Also keine ROM-Kopien. Ich würde dann, wenn schon meine Spiele, die ich habe, wenn Sony sowas anbieten würde, wäre das auch geil, dass man sich seine Spiele auf der Festplatte zieht, die man als Retail-Version hat und in unregelmäßigen Abständen einfach die Original-Disk einschieben muss, dass er dann sagt, hey, bumm, hast du das Spiel überhaupt noch? Wenn nie, ist das gesperrt, kannst du löschen. Würde ich auch machen. Das wäre eine Anmerkung an Sony, wäre ja mal eine gute Möglichkeit. Dann müsste man nicht immer aufstehen und Retail-Version einwechseln, weil in der Sache bin ich manchmal ein bisschen faul. Und wenn ich dann gerade ein Spiel spiele und irgendeiner fragt, ey, spielst du das? Und dann aufstehen, rüber wechseln. Ja, ich bin halt ein faules Schwein in der Hinsicht. Die beiden Sachen wären für mich interessant. So anders wäre eigentlich nichts, was jetzt so großartig interessant wäre für mich an einem Jailbreak. So an sich ist er für mich halt eher uninteressant. So, dann kommen wir zu meinem Namen, Odin. Da habe ich zwei Fragen bekommen. Einmal, warum heiße ich Odin? Und, warte, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Warum begrüßt du immer, wo bin ich denn jetzt? Ach da, warum ich immer mit Odin begrüße? Da bin ich wieder, euer Odin, auch in den ersten Videos. So fange ich an, warum heiße ich Odin? Wo fange ich da an? Ich finde die nordische Mythologie geil. Ich bin Anhänger der nordischen Mythologie auch. Hat jetzt nicht mit irgendeiner politischen Richtung zu tun, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, hat überhaupt nichts mit einer politischen Richtung zu tun, das ist einfach nur die Mythologie und das Nordische, das finde ich einfach klasse. Sieht man ja vielleicht auch am Bart. Angefangen hatte damit, mit dem Namen Odin,
das ist eigentlich mal ein Gaming-Name oder ja, eigentlich ein Highscore-Name gewesen, der dann zum Gaming-Name bzw. Spitzname wurde. Und zwar 1990 war das, Master System, Mega Drive-Zeiten, hat man die Möglichkeit gehabt, wenn man ein Spiel durch hatte oder irgendein Highscore gemacht hatte in irgendeinem Spiel, konnte man meistens einen Namen sagen. Und der war leider meistens nur 4 Buchstaben, manchmal auch nur 3. Da habe ich mir dann Odin ausgesucht, weil ich die nordische Mythologie halt, wie gesagt, schon immer geil fand und mich die sehr fasziniert. Und wenn es 3 Buchstaben war, war es Odi. Mal geht Ende einfach weggelassen. Aber meistens waren es ja halt nur mal 4 Buchstaben. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre von Odin als Highscore-Name zum Gaming-Namen, wenn ich einen Charakter hatte, Odin, Chat, wurde ich dann auch schon Odin angesprochen und über Freunde sowieso. Und das ist dann halt über die Jahre vom Highscore-Name, Gaming-Name zum Spitznamen geworden, so dass die meisten mich jetzt eigentlich nur noch mit Odin anreden und ja, so ist das halt gekommen. Deswegen heiße ich Odin. Warum ich immer mit, da bin ich wieder euer Odin begrüße, auch in den ersten Videos in meinem Kanal, das ist ganz leicht erklärt, weil die ersten Videos in meinem Kanal sind nicht die ersten Videos. Die sind schon die ersten Tutorial-Videos sind es, ja, aber nicht so, weil ich habe vorher in einem anderen Kanal mitgearbeitet, und zwar bei Gamerscheck. Und da kam die Tutorial-Ecke auf, da habe ich meine Tutorial-Ecke bekommen, habe ich gefragt, hier, pass mal auf, Chris, bla bla. Und da haben wir dann die Tutorial-Ecke gemacht. Die Tutorial-Ecke ist dann über die Zeit hin ein bisschen größer geworden, ein bisschen voller geworden. Da habe ich mich dann entschlossen, meinen eigenen Kanal zu machen, nur für Tutorials und Technikvorstellungen und so mein Ding halt so ein bisschen zu verfolgen, weil mit einem eigenen Kanal kann ich da dann schon ein bisschen besser umsetzen. Hier habe ich, wie ihr seht, ja mehrere Playlisten, und Gamerscheck ist halt Gamerscheck, das ist halt für Spiele und News und so, da mache ich auch bei den News noch mit, das ist alles kein Ding, da müsst ihr mal gucken, immer auf Release-Liste zum Beispiel, immer die aktuellsten, da bin ich auf jeden Fall noch mit bei, ich bin noch ein Mitglied von Gamerscheck. Aber Gamerscheck Tutorial ist halt mein eigener Kanal sozusagen, der auch zum, ja, der heißt ja Gamerscheck Tutorial, es ist Gamerscheck, aber halt ist mein Kanal. Und hier kann ich mich verwirklichen, umsetzen und hast nicht gesehen. Und hier kann ich viel mehr Playlists machen, weil alles nur rund um Technik und so sich dreht. Und deswegen sind es eigentlich nicht die ersten Videos. Weil ich habe ja die ersten Videos von mir, die sind, ach Mensch, wir haben Chris und ich, ach Mensch, oh, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, da habe ich mit dem Chris gesagt, hier, sowas müssten wir auch mal machen. Da waren unsere ersten Podcasts oder Vlogs oder wie man auch so nennt, die haben wir gemacht, und Gamecast waren die ersten, wo ich so richtig lange mit bei war. Und dann halt Vlog, News, Release-Liste, Podcast, dann habe ich auch Let's Plays gemacht und so. Und das sind sozusagen die ersten Videos. Dann kamen erst Tutorials, und deswegen habe ich da dann immer begrüßt mit, da bin ich wieder euer Odin, weil die vorher bei Gamerscheck waren und ich ja dann erst meinen Kanal gemacht habe. Und da habe ich die Videos einfach mit hochgenommen, mit rübergenommen sozusagen. Und dadurch begrüße ich da schon auch in den ersten Videos, da bin ich wieder euer Odin. Das ist eigentlich der einzigste Grund. So, was habe ich noch gekriegt? Ach ja, hier. Warum teste ich Software und Hardware nicht vor dem Video machen, dass es schneller geht? Das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, aber ich kann es gerne nochmal machen. Ich teste, wenn ich jetzt irgendeine Hardware oder eine Software bekomme, wird die von mir grundsätzlich nie vorher getestet. Nie. Alles ist blind. Und das hat eigentlich nur den Grund, nicht, dass es länger dauert oder hast nicht gesehen, das hat eigentlich nur den Grund, dass wenn ihr das Video guckt, einen Einblick habt, wie ich das mache und ob das lange dauert, ob es nicht so lange dauert, weil viele, wo ich mit meinem Tutorial damals angefangen habe, sich beschwert haben, ja, der zeigte zwar ganz gut,
Aber bei mir hat es viel länger gedauert, weil damit kam ich nicht klar, das hat nicht funktioniert, das ging nicht und so. Das geht nicht so, wie der das sagt, dass das gleich von Anfang an geht. Da hat er vielleicht irgendwelche Einstellungen gemacht und so, die er im Video nicht gezeigt hat. Und das wollte ich bei mir alles nicht machen. Und deswegen wird bei mir alles blind gemacht. Wenn ich jetzt hier eine Software vorstelle oder eine Hardware, auch mit dem Anschließen und allem Headset zum Beispiel, Shakun-Headset ist das beste Beispiel. Die Videos, die ich da mal gemacht habe, mit Ton zum Beispiel, sind alles Videos mit den Originaleinstellungen, die man macht, also die das Headset oder die Software und die Hardware alleine macht. Ich schließe es an und benutze es. Und so mache ich auch die Videos. Die Einstellung, dass der Ton dann besser wird und so, das Video kommt auch noch. Aber es ist alles Grundeinstellungen. An den Einstellungen verändere ich nichts. Ich mache alles blind sozusagen. Und die genauen Einstellungen, die kommen dann später. Das ist, weil ich das blöd finde, wenn jetzt zum Beispiel einer jetzt zum Beispiel so ein, sich sagen wir mal, das Shakun-Headset ist das beste Beispiel. Ja, bei mir hört sich der Ton, bei dem hört sich der Ton halt total geil an, dann kauft man sich das Headset und dann ist der Ton aber mit diesem Rauschen, wie er bei manchen Aufnahmen bei mir ja hört, bei dem Shakun. Das ist einfach nur, weil der Pegel hoch ist. Kann ich kurz erwähnen, das zeige ich auch noch in einem Video, wenn man den Pegel runter macht, ist das alles tipptopp, weil dann ist man logischerweise ein Stück leiser, aber das Rauschen ist weg. Es ist nicht viel, was man leiser ist, aber es ist weg. Aber diese Einstellung, das sind dann Einstellungen, die ich mache, die ich persönlich mache. Und das kommt dann später noch. Und deswegen wird das alles blind gemacht. Oder Fernbedienung. Hier, Fernbedienung von Logitech hier. Das Video geht über eine Stunde von der Harmony. Und zwar, weil ich habe mich vorher damit nicht beschäftigt. Doch schon, ich wusste, was ich will. Ich habe angefragt dafür, ob ich da ein Testmuster haben kann, was ich jetzt demnächst auch wieder zurückschicken muss. Und ich teste das nicht vorher und stelle das ein und sage euch, so und so geht das und so. Das wird alles so gemacht, wie ihr bekommt das jetzt und wolltet machen. Und dann macht das und dann funktioniert es nicht. Oder funktioniert doch, aber mit Umwegen oder mit da, und dit. Und so mache ich das, damit ihr seht, welchen Zeitaufwand ihr dafür einkalkulieren müsst. Logisch, wenn ich jetzt mich mit der Fernbedienung vorher etwas beschäftigt hätte und geguckt hätte, wie man die Geräte einstellt und so, wäre das Stundenvideo auf eine halbe Stunde verkürzt gewesen. Hätte aber vielen von euch nichts gebracht, weil warum geht das nicht, warum geht das nicht? Das sieht man denn da in dem Video wiederum. Und deswegen mache ich meine Videos alle blind, um euch halt den Eindruck nicht zu versauen, wie lange ihr speziell dafür braucht. Das ist eigentlich der einzigste Grund. Viele finden es gut, viele finden es nicht gut. So. Ach so, dann kommt ja noch eine Frage habe ich noch. Ja, eine Frage habe ich noch bekommen. Und zwar wurde ich gefragt, warum ich, wartet, habe ich nämlich übersehen, die habe ich nämlich überblättert, überlesen, eben die Frage, die war nämlich weiter oben hier. Warum gibt es bei dir für Review drei Kategorien? Viele machen Review, du machst Unboxing, Hardware, Hardware-Check. Ja, das hat den auch einen Grund wegen den Usern. Weil einige gesagt haben, die möchten das bitte getrennt haben. Ich habe auch erst angefangen mit allem in allem. Und haben aber viele gebeten, ob die wollen jetzt zum Beispiel nur sehen, das Unboxing, oder die wollen nur sehen, wie die Hardware aussieht und was mit bei ist. Die wollen nicht sehen, wie ich es dann anschließe oder sowas in den Dreh. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr das wollt, mache ich das. Und deswegen gibt es halt Unboxing. Da packe ich nur aus und lege alle da bis zu dem Punkt, wo ich alle da vorne hinlege, dass ihr seht, was damit bei ist. Und dann ist das Unboxing zu Ende. Dann kommt Hardware, wo ich mir diese Hardware dann vornehme und gucke die einzelnen Sachen, die dann zum Beispiel mit bei sind. Was ist mit bei? Wie ist die Verarbeitung? Wie sieht es aus? Und das ist Hardware. Einfach nur angucken und wie optisch aussieht und was mit bei ist. Mehr ist das nicht. So, dann kommt der Hardware-Check. Hardware-Check ist, meistens mache ich da mehrere dazu jetzt. Das ist einmal der erste Hardware-Check, zum Beispiel beim Shakun.
Oder bei der Logitech, da werde ich jetzt noch eins machen, und bei der Skype-Cam. Da ist der erste Hardware-Check ist blind. Da gucke ich mir nur an, wie die Hardware angeschlossen wird, wie sie benutzt wird und ob ich damit so relativ klarkomme. Das ist alles, wenn ich es neu frisch habe. Und dann kommt nochmal ein Hardware-Check, das ist der zweite, mit meinem Endresultat. Manchmal auch bei manchen Dingen mache ich auch nur einen Hardware-Check bei Ligavo, bei dem HDMI-Splitter zum Beispiel, weil da brauche ich kein zweites Mal machen, weil jetzt sieht man, dass es das wunderbar funktioniert. Das ist angeschlossen, bum, 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 fertig, und da braucht man kein zweites mehr machen, ob man damit zufrieden ist oder so, weil das funktioniert einwandfrei. Da hab ich noch nie Probleme gehabt. Also da brauche ich kein zweites machen. Aber bei so einen Sachen, wo bei der Skype-Cam, beim Headset und so, da gibt es dann halt natürlich mehrere, wo ich denn mein Endresultat dazu sage und wie ich denn in der Testphase mit diesem Produkt zufrieden war. Und was mir denn noch aufgefallen ist, zum Beispiel beim Shakun, ist mir aufgefallen mit den Knöpfen, dass man das einzeln runterregeln kann. Das wusste ich beim ersten Mal anchecken nicht, beim ersten Gamecheck nicht. Da habe ich nur geguckt, wie es angeschlossen wird, wie der Tragekomfort, wie ich das jetzt in dem Augenblick finde. Und danach kommt es dann halt intensiver nach dem Testen. Bei den ersten Videos, wie gesagt, blind, und beim zweiten habe ich es dann getestet und da kann ich dann schon ein bisschen mehr dazu sagen. Dann weiß ich, wie es ist und so. Und so läuft es halt ab. Und da kann ich auch noch mal am Rand erwähnen, bei dem Rasierer zum Beispiel, den ich gemacht habe, das ist ein Privat von mir, ein privates Video, ist auch Technik, weil, wie ihr seht, ist es von Tutorials über Technikvorstellungen im Gaming und Elektronikbereich, ist es, also vom Gaming ist es in den gesamten Elektronikbereich mittlerweile gegangen, wie die Skype-Cam, die Fernbedienung, hat im Prinzip nichts mit Gaming zu tun. Aber auch auf Userwunsch, dass ich mich ein bisschen ausweite und auch andere Sachen mache. Und wenn ihr das wollt, setze ich das natürlich bestmöglich mein mittelmäßig bestmöglich um, oder versuche es bestmöglich umzusetzen. Ich bin noch ziemlich am Anfang, klar, ich verbessere mich auch mit der Zeit, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und hoffe, dass ich mich auch noch weiter verbessere und dass es noch besser wird. Ich arbeite auch so wie mit den Intros, die kamen dann neu, dass für jedes einzelne Intro kam. Das kommt nach und nach, verbessere ich mich halt, das kommt halt noch. Wie gesagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ja, das war's eigentlich mit Gamercheck Tutorial antwortet. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, postet mir die unter Videos. Keine Ahnung, schreibt mir PN, Skype und sowas, steht alles unter dem Video drunter. E-Mail steht auch drunter. Fragt mich. Ich werde sie natürlich per PN beantworten. Oder wenn ihr noch Fragen jetzt zusammenkommen, vielleicht nochmal so ein Video machen. Ja, also ich stehe hier wäre bei Fuß, wenn sowas ist. Also da habe ich keine Probleme mit. Wenn ihr Fragen zu irgendeiner Technik habt, weil irgendwas nicht klappt oder irgendwie, einfach PN, ich versuche immer zu helfen. Aber damit möchte ich das jetzt hier erstmal beenden. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen von euch beantworten. Freue mich auf weitere Zuschauer. Guckt weiter fleißig meine Videos. Freut mich. Wenn ich helfen kann, freut mich das natürlich umso mehr. Bis dahin wünsche ich euch was, euer Odin.